ランダジーラミルグルラダオーラルドアクリメイドマーダグリアレキールラムジミロリシュラムダローカルミージルグンリークガイデミューラモジーバラクイギロガローロジタムーララグドリギーファミルHallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Wir hassen es. Es geht, es gibt Schlimmeres. Ich sprach eigentlich eher über die Blutung. Wir kämpfen heute gegen Siregus und wir kennen ihn aus alten Teilen. Der macht Blutung ohne Ende. Der kann das noch besser als der Shogun Sena Tower. Den wir eh schon nicht mögen wegen Blutung. Also das wird die Blutungsfolge. Und hier übrigens die Fotos für heute. Ihr stimmt mal wieder ab. Ich konnte zumindest vom Almudron noch holen. Oh, ich hab den Goldkäfer mit. Da kannst du dann den Siregus gleich reiten. Vom Almudron kann ich auch immer ein bisschen Material gebrauchen. Und du hast nicht den Goldkäfer eingesammelt. Ach, sehr ruhig, du blödes Vieh. Das ist kein Rederecht mehr. Da, der, ich habe den Goldseilkäfer noch übrig gehabt. Tatsächlich. So viel Stress für, so wenig, ne? Ach, pass auf, wenn der Regler seine Schuppen auf den Boden verteilt, wenn du da reinläufst, kriegst du auch ein Problem. Kenn ich noch von früher. Die leiseste Berührung der Schuppen sorgt für dich. Deswegen hasse ich den Siregus, ja. Die Waffen sind ends cool, aber das Vieh ist ultra nervig. Warum nur die doofen Scherben? Ach, eine Almudron-Kugel. Wenigstens etwas. Kann man für Glückserhöher gebrauchen. Nein, ich habe nicht alles eingesammelt. Ich habe nicht alles eingesammelt. So, Leute, wir haben jetzt 5 Minuten gebraucht, um das, die Viecher aufeinander prallen zu lassen, ne? Ich habe bis dahin geschnitten, wo wir es endlich hingekriegt haben. War überhaupt nicht nervig. Nein, absolut nicht. Also, das war halt wirklich so, der ist genau dann immer abgehauen, als der andere kam. Wir haben versucht, ihn in einen Raum die ganze Zeit zu kriegen, aber jedes Mal ist der andere vorher geflüchtet. Möchtest du mal eben kurz zu mir kommen? Einen Schritt? Siregus, ich habe hier ein paar Donnerkäfern, die du rein willst. Du hast die Spinne hier eingesammelt. Ja, ich habe beide Spinnen. Wir waren auf meiner Route. Das ist die eine Spinne, die ich eigentlich immer aufsammle, weil die hier direkt neben den Käfern sitzt. Komm mal zu mir, dann kann ich sie auch in diese Explosionskäfer reinschleudern, das blöde Vieh. Ja, komm her. Rein da. Bodenteiler! Welche Art von Würmsack habe ich eigentlich? Mehrere. Erstmal Eruptionskanone. Aua. Fotos nicht vergessen, ne? Eins habe ich schon mal. Das will dich angreifen. Ich kann keine Fotos machen, wenn der nicht im Fokus hat. I feel you. Weiß, was du meinst. Aua. Das ist aber dann auch noch in meine Richtung, dass der das sehr sein lässt, ne? Ich darf ja nicht zulassen, dass du schöne Fotos kriegst. Warum war nicht gewettet? Das machst du einmal. So, ich habe alle meine 3 Fotos schon verballert. Das
Achte mal auf mich, anlächeln zu wollen, das macht mir keinen Spaß. Ich glaube, er denkt anders. Vielleicht genauso wie du, dass du gegen mich nicht ankommst. Versuchst du ihm gerade was einzureden? Ja. Mit dem Foto kann ich arbeiten. Ich habe ein brauchbares und da hat er so auf dich zugestimmt. Ich habe keine Muni. Komm. Da steckt da was in mir drin. Hat er dir eine Scherbe in den Bauch gerammt? Ja, ich suche gerade den Sushi-Fisch. Nee, der muss weg. Bruder muss los. Wo es beim Astralos schon nicht geklappt hat, jetzt willst du ihm wenigstens kassieren, ne? Mhm. Das frustriert noch. Ich hol ihn mir und wenn es das letzte ist, was ich tue. Ich habe keinen. Ne, ich habe noch eine Puppenspinne. Der steht gerade super. Regie, das wird rausgeschnitten. Was hast du getan? Ich hab zwischen seinem Flügel und Beinen die Spinne durchgeworfen. Okay, das ist mir aber auch so häufig schon passiert, dass ich irgendwie versucht habe, diese Spinne zu werfen und die blödsten Winkel erwischt habe. Und diese heile Dango ist ein permanenter Dango, den der kauft nicht nur situationsabhängig bei mir auf, den habe ich dann dauernd. Okay. Das Schlimme ist, der hat auf Stufe 4 und mit Dango Defense nur 80%. Ich wollte nicht Erste Hilfe nutzen, ich wollte Ration pressen. Dann nehme ich beide. Ja, ich heile dich ja mit, ne? Mhm. Bekommt dich ja mehr voll als das andere. Ja, du brauchst nie wieder was essen, solange ich Wirkbereich auf Maximum habe. Also jetzt müsste nur noch das Fetzenau noch übertragen werden, ne? Dafür brauche ich dich nicht. Ich schärfe in einem Zug auf lila Schärfe hoch. Was ist kaputt gegangen? Das Bein. Links Vorderbein. Ich hab's. So ganz leicht gerade gesehen. Ich hab Blockklinge gemacht! Ja. Ich will nicht witzen! Ich will den scheiß Fisch! Die Blockklinge ist eigentlich ein ultimativer Block. Das Problem ist, es ist so ein 2-Sekunden-Block. Ich komme langsam näher. Peaks, Peaks! Poke, Poke! Ich mach Poke, Poke, Let's Play! Aua! Der wichtigsten Teile zum Brechen bei dem sind der Kopf und der Schwanz. Der Schweif einfach allein schon, damit weniger von dem Teil geflogen kommt. Der Kopf wird das seltene Material. Für die Linde. Wo habe ich hingepiekst? In die Leere? Ja. Und ich habe dahin sogar noch meine starke Explosion gemacht. Das ist das Traurige. Ja, danke. Ich habe bisher auch meine Ultra-Explosion nicht einmal eingesetzt. Läuft doch gut, Leute. Bisher keine Fails, wie man sonst von uns kennt. Von dir kennt, bitte. Von uns, du hast das auch schon gut hinbekommen. Das war dann, ich habe auch, wir haben auch genügend Videomaterial, um zu beweisen, dass du auch Fails hast. Kein Kommentar.
ich enthalte mich jetzt jeden weiteren Kommentar, dass alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Wir stehen hier nicht vor Gericht, Junge. Alles ist gut. Also. Einmal auf Lila hochgeschärft. Wir stehen nicht vor Gericht, alles ist gut. Das sagst du. Okay, die Zuschauer sind hier nicht hier diese freie Partei. Die Geschworenen. Die unabhängig von allem hier ihre Aussagen machen. Voll Blitzkäfer zu spät gezündet. Hier würde ich ihn gerne in diesen Sandwischer rein jagen. Aber warum mache ich uns den Job nicht leichter? Halt still. So, poke, poke. Auf den Schweif. Der Schweif hängt zu hoch. Komm, dann komm ich nicht dran. Ich komm gut dran. Ich kann Poke Poke machen. Ja, hat die Hälfte der Bälle in der Wüste auf den Boden gebrüllt. Ja, das ist immer ganz schön bei den Viechern. Die brüllen immer die aus der Erde. Wow, das war alles. Ja, beim Ceregos ist nicht viel, was da abfällt. In vorherigen Spielen der Reihe hat er den kompletten Knubbel am Ende vom Schwanz abgehackt. Jetzt kriegt man so einen Dorn ab. So, zack! Wie ist die Würmsteak? Ah, das ist die gute sogar. Gönn mal, ne? Jetzt fehlt nur noch der Kopf. Aua! Nein, 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 nein. Danke. Gerne. Das falsche Laden gemacht. Ich hatte das Gefühl, der will irgendwo hin. Aua. Sprengen, springt. Hat nichts gebracht. Er will dich. Ich bin aber nicht. Also der Sprengsprint ist eine der schönsten Fähigkeiten vom Gewehrlanze, ne? Weil ich damit so eine gute Strecke abmache. Danke, dass während ich den Sprint gemacht habe, genau dann in der Bahn so ein scheiß Dorn von ihm schon wieder war. Wirklich während des Sprints hat er den gesetzt. Ja, die Stachelschotten, die alle verteilt sind, das ist so größte Übel, was der überhaupt machen kann. Das macht mehr als seine Angriffe, weil die Blutung, die kriegst du halt fast durchgehen. Das Kopf? Ja, das war Kopf. Jetzt wird nur noch ein Fuß. Brechen wir ihm seine Füße! Nee, ich bin beide Füße hin. Sieh, der eine sah für mich noch ganz gesund aus. Nee, ich bin beide Füße hin. Ich weiß, dass ich übrigens die Blockklinge hab, Leute, ne? Ich versuche sie auch einzusetzen, aber ohne einen Seilkäfer funktioniert das leider nicht. Ich hatte noch was da oben in seinem Gesicht stecken lassen, ne? Als er flog. Ich muss mir jetzt erstmal den Schwanz noch holen. Hab ich schon, ich habe einen Fehler bekommen. Da vorne ist übrigens auch immer ein Goldseilkäfer. Ich bin zu voll zum Laufen, ich habe meinen Buddy-Speer benutzt. Die paar Meter. Die laufe ich. Benutze ich den in der Wüste fast nie. Der langweilt sich doch. Der Käfer, der langweilt sich, okay. Ach nee, der Speer. Ja. Langweilig, weil er die ganze Zeit nur in der Wüste rumgammelt, und da rum wird. Guck mal, für die paar Meter hast du das jetzt genutzt, damit ich ihn fangen kann. Komm mal her! Hier! Ja komm, bei Fuß! Nicht du! Der Falsche hat reagiert, mich hat erst Delix gebissen. Gut, dass die Viecher nicht die Falle geben können, ne? Ja, ey, das wäre so nervig. Müsste man auf die kleinen Viecher achten.
gut, dass ich ein Foto gemacht habe. Ja, Leute, das war's mit dieser Quest. Beziehungsweise mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir hatten's. Ihr hattet es ja noch gehört. Alles, was er sagt, kann gegen ihn verwendet werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!